Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um Digiscope Pi, wie man unschwer erkennen kann. Heute habe ich mein Spektiv mal mitgebracht. Und ja, ich packe das mal kurz aus und dann geht es gleich weiter. Ja, heute geht es um das Thema Digiskopie, wie ich schon erzählt hatte. Für mich ist wichtig, dass ich euch kurz erkläre, was ist das Thema Digiskopie. Ja, klar, es geht um Spektiv und was man damit fototechnisch oder filmtechnisch auch machen kann. Und ich will euch kurz erklären, wie ich das Ganze mit meinem Kamera-Equipment umsetze und worauf man quasi achten sollte. Ja, dank der Miniaturisierung und dem technischen Fortschritt der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts hat sozusagen die Digiskopie oder die Bebilderung der Naturbeobachtung dem Ganzen ein bisschen einen Weg geebnet und wie bereits gesagt, die ganz großen Hersteller der Spektive bieten alle entsprechende Technik an, um zu digiskopieren, wie Kova, Zeiss oder halt auch Swarovski, und das Angebot reicht von speziellen Okularen, die man anstecken kann, über verschiedene Adaptersysteme, und zwei davon möchte ich euch dann heute sozusagen erklären. Ja, wie eingangs erwähnt, es gibt immer noch sehr viele Fotografen, mich eingeschlossen, die mit herkömmlichen Teleobjektiven fotografieren, Vögel beobachten etc. Und ja, warum macht man halt als Fotograf, nutzt man halt nicht so ein Spektiv wie zum Beispiel dieses hier mit einem Zoom-Okular und hat dann beginnend mit 30 bis 60-facher Vergrößerung wesentlich mehr Telebrennweite als vielleicht mit einem herkömmlichen Objektiv. Und das Hauptproblem ist bei vielen, es gibt noch kein Autofokus-System, sodass man das Ganze immer durchgucken, manuell scharf stellen muss. Ja, ist ein bisschen Übungssache. Des Weiteren, aufgrund der großen Vergrößerung, ist halt die Verwacklungsfreiheit sehr stark gegeben. Sprich, man braucht ein stabiles Stativ, einen guten Kopf, wo das Spektiv quasi befestigt ist, um sozusagen dann ja wirklich standsicher zu sein und bei der großen Vergrößerung nicht zu sehr das Bild zu verwackeln. Manuelle Fokussierung hatte ich schon erwähnt, allerdings gibt es einen kleinen Kniff. Man kann ich später noch dazu kommen, wo man den Autofokus zum Beispiel von einem Smartphone verwenden kann. Bei Kameras, Kompaktkameras oder ähnlichem ist es teilweise auch möglich. Allerdings ist dann immer die Öffnungsblende wichtig für das Autofokussystem und da ist entscheidend, welche Vergrößerung habe ich und welchen Objektivdurchmesser von dem Spektiv, nicht Objektiv. Und ja, ein weiterer Knackpunkt ist, ich muss das Ganze zentriert sehr gut am Okular ausrichten, weil sonst erhalte ich halt Vignettierungen am Rand, die eher unscharf, unschön sind. Und ich muss dann dementsprechend das Bild beschneiden, was ich zum Teil je nach Adaptersystem und Technik sowieso machen muss. Und nicht zu guter Letzt noch die Lichtstärke. Bei einem Spektiv habe ich jetzt nicht so einen großen Durchmesser, Linsendurchmesser, wie bei einem großen Teleobjektiv. Das heißt, es ist zwar schon sehr lichtstark zum Beobachten, aber zum Filmen wird es dann schwierig, auch zum Fotografieren, da die Lichtverhältnisse doch sehr lange Verschlusszeiten erfordern. Dank der modernen Kameras kann ich halt und der größeren Sensoren kann ich die Empfindlichkeit schon etwas anheben und habe damit auch noch ein bisschen Puffer für Verschlusszeiten, und das geht aber dann meist zugunsten des Rauschens, des Bildrauschens. Da muss man dann abwägen, Verschlusszeit, Bildrauschen, Empfindlichkeit. Ja, was brauche ich für die Digiskopie? Zumindest brauche ich ein Spektiv, wie zum Beispiel
dieses hier von Zeiss, das Conquest Gavia, mit einem Okular, was 30 bis 60-fach vergrößert. Dazu brauche ich auf jeden Fall noch eine Kamera, wie zum Beispiel jetzt hier in dem Fall eine kleine Sony Kompaktkamera mit Zoom-Objektiv. Und ich brauche dazu einen passenden Halter bzw. Adapter, der mir das ganze System dann an dem Okular befestigt, denn es ist halt immer schwierig, das Ganze jetzt hier sozusagen festzuhalten. Das wäre dann hier so ein Adapter zum Beispiel von der Firma Bader Planetarium, für Spektive speziell gemacht, kann man aber auch an einem Okular von einem Astroteleskop zum Beispiel befestigen. Ja, beginnen wir bei dem Spektiv. Es gibt Spektive mit einem Geradeinblick. Dieses hier zum Beispiel ist mit einem Schrägeinblick. Je nach Verwendungszweck oder persönlichem Befinden bevorzugt der eine Geradeinblick oder Schrägeinblick. Ich habe mich für den Schrägeinblick entschieden, auch wenn es manchmal etwas hinderlich zum Fotografieren ist, weil die Kamera dann drankommt und man durch den Schrägeinblick quasi nicht direkt vor Augen hat, was man sehen möchte oder fotografieren möchte, sondern man muss immer ein bisschen um die Ecke denken sozusagen. Aber gut ist der Schräganblick zum Beispiel für die Vogelbeobachtung, wenn man halt verstärkt in die obere Richtung, Richtung Himmel blickt oder sucht, dann macht sich der Schräganblick auf jeden Fall besser. Ein weiterer Vorteil ist, man muss das Stativ nicht allzu weit ausfahren. Das hat den Vorteil, dass sozusagen das Stativ die Beine kürzer sind, es weniger wackelt und somit unempfindlicher gegen Schwingungen oder andere Vibrationen ist. Und man kann sozusagen bequemer von oben reinschauen, als sich dann dahinter knien zu müssen und durchzuschauen. Genau. Beim Spektiv, je größer der Linsendurchmesser, umso besser, umso mehr Licht kommt sozusagen in das Spektiv auf den Sensor der Kamera bzw. auf das Auge. Hier in dem Fall sind es 85 mm. Mehr als 80 wäre schon empfehlenswert. Ebenfalls sollte man darauf achten, dass das Spektiv mit gewissen Entspiegelungen versehen ist, Mehrfachvergütungen, Antireflexcoatings, sowie wenn möglich auch, wie zum Beispiel bei dem Gavia, eine sogenannte Low-2-Tech-Beschichtung, um Wassertropfen leichter abperlen zu lassen. Und was auch noch sehr von Vorteil ist, wenn das Ganze mit Stickstoff zum Beispiel gefüllt ist oder anderen Füllungen, um halt ein inneres Beschlagen der Linsen zu vermeiden, wenn man zum Beispiel aus einem warmen Auto in die kalte Umgebung kommt, dann kann es halt passieren, dass durch bestimmte Öffnungen die Luftfeuchtigkeit im Spektiv selber sich auf den Linsen niederschlägt und das ist ein Nachteil. Ja. Zu guter Letzt für das Spektiv brauche ich noch einen Okular. Es gibt verschiedene Okulare. Wie bereits erwähnt, in dem Fall jetzt hier gab es das zusammen im Set mit dem 30- bis 60-fach vergrößernd. Die Okulare gehen schon, glaube ich, bei 15 los und enden so schätzungsweise, glaube ich, 80, habe ich auch schon gesehen. Also man hat sehr viel Spielraum, aber umso größer die Vergrößerung ist, umso lichtschwächer wird das ganze System und umso mehr wackelt das Ganze bei den Aufnahmen und das ist unschön. Insofern bevorzugsweise so ein Vario-Zoom, wie ich jetzt das hier vor mir habe. Man kann auch einen Okular mit einer festen Vergrößerung nehmen, das kann jeder selber entscheiden. Zum Digiskopieren braucht man natürlich auch eine Kamera, nicht nur ein gutes Spektiv, sondern auch eine verlässliche Kamera, eine gute Kamera. Ich habe hier zum Beispiel eine Spiegelreflex. Da zeige ich euch, wie ich die Spiegelreflex an das Okular adaptiere, mit wie auch ohne Objektiv. Und vorhin bereits erwähnt, es gibt auch Kompaktkameras, die man halt ja ebenfalls mit Adaptersystem an das Okular befestigen kann, um damit zu fotografieren. Der Vorteil von den Kompaktkameras, sie sind halt klein, leicht, handlich, haben einen recht guten optischen Zoom unter Umständen und das ist auf jeden Fall sehr von Vorteil.
zu guter Letzt, Smartphone, Mobiltelefon hat jeder heutzutage einstecken. Und auch damit kann man sozusagen Digis kopieren. Auch hierfür gibt es spezielle Adaptersysteme. Kann ich euch auch gleich zeigen. Und im Prinzip reicht es auch, wenn man sehr gut ist und feinfühlig, kann man auch die Kamera direkt hinter das Okular halten und Fotos machen oder filmen. Was allerdings immer etwas schwierig ist, weil man doch auf die Vignettierung achten muss. Bei den Kameras gibt es noch einiges zu beachten. Wenn man Objektive verwendet, dann sollten die eher weitwinklig sein, auch wenn man das jetzt nicht erwarten würde. Aber längere Brennweiten sind nicht ganz so optimal zum Digiskopieren. Hinsichtlich des Sensors kann man mit heutigen Kameras recht gut arbeiten, da die Sensorgrößen, die Pixeldichten auf jeden Fall ausreichend sind, schon bei einem Smartphone oder Mobiltelefon. Selbst ältere Kameras erfüllen weitestgehend meines Erachtens die Anforderungen zur Digiskopie, sodass man auch mit einem 5 oder 6 Jahre alten oder 10 Jahre alten Spiegelreflexkamera sehr gut arbeiten kann, auch Kleinbildkamera. Bei den Spiegelreflexkameras gibt es halt wie das Modell die Spiegelreflex, es gibt auch spiegellos. Man kann das Ganze, wie ich bereits erwähnte, entweder mit Objektiv an das Okular adaptieren, man kann das Objektiv weglassen und direkt adaptieren. Und auf die zwei Möglichkeiten werde ich dann gleich eingehen. Bei den Kompaktkameras ist es weitestgehend ähnlich. Die kommen meist schon mit einem Objektiv, mit einem guten Zoom-Objektiv zum Teil. Und der einzige Nachteil ist, dass die neueren Modelle haben alle kein Filtergewinde mehr, sodass man hätte das Ganze an das Okular anschrauben können. Das geht heutzutage fast ausschließlich nicht mehr. Also ich habe es noch nicht gesehen, sodass man immer irgendwie ein Adaptersystem nutzen muss, wo die Kamera befestigt wird und das Ganze dann am Okular befestigen kann. Das gleiche bei den Smartphones oder Mobiltelefonen, wie auch immer man das schimpfen möchte. Auch hier ist es halt sinnvoll, wenn man ein Adaptersystem verwendet, was man direkt in den Okular befestigen kann, samt Smartphone. Das Gute ist, man hat einen recht großen Bildschirm oder ein recht großes Display. Und man kann auch den Autofokus des Smartphones verwenden, um sozusagen noch nach dem Scharfstellen über das Spektiv den Autofokus verwenden, um quasi noch den Rest an möglicher Schärfe zu finden. Was man beim Smartphone wie auch bei den Kompaktkameras auf jeden Fall beachten muss, ist, dass man den Bildausschnitt bestimmt. Das seht ihr zum Beispiel an dem Beispiel mit der Löwe. Hier ist es halt wichtig, dass man den kreisrunden Okularausschnitt entsprechend beschneidet und dann quasi ein rechteckiges Bild bekommt. Ein weiterer Vorteil der Mobiltelefone, nicht nur, dass man sie immer dabei hat, ist halt wirklich, dass es die neueren Modelle zum Beispiel schon mit Multi-Optiken gibt. Sprich, man hat halt hier ein Teleobjektiv dabei, was man verwenden kann, um zum Beispiel den Ausschnitt noch etwas zu vergrößern. Das bringt noch ein bisschen mehr Gewinn, sodass man mit einem recht kleinen Okularvergrößerung arbeiten kann, sehr viel Licht bekommt und den Rest dann mit der Kameraoptik machen kann. Ja, wie verbindet man nun die Kamera zum Digiskopieren mit dem Spektiv? Sofern man kein Zeiss Victory Photo Scope 85T zur Verfügung hat, muss man wohl oder übel auf ein entsprechendes Adaptersystem zurückgreifen. Auf zwei Systeme werde ich gleich eingehen. Das eine davon ist, wie ich bereits vorhin erwähnte, von Bader Planetarium, ein Adapter, der an das Okular gesteckt wird. Und das zweite System kommt direkt aus dem Hause Zeiss, wo das Spektiv herkommt. Das ist ein Tubus-Adapter, sage ich mal, der auf das Okular gesteckt wird und der mit der Kamera über einen Gewindeanschluss verbunden ist. Wie bereits erwähnt, Bader Planetarium bietet
bietet dieses System an. Das ist eine sogenannte Microstage. Die kann man quasi an das Spektiv okular befestigen. Man sieht es hier, man hat hier so einen Ring, den man dann ans Okular schraubt, und da ist dann quasi ein Schlitten befestigt, und an dem Schlitten kann man dann die Höhe variieren für die Kompaktkamera, kann das Ganze so entsprechend einstellen, dass es direkt oder wirklich zentrisch ist und keine Abschattung mit sich bringt. Die Klemmvorrichtung selber ist für Okulardurchmesser von 30 bis 63 mm in etwa. Und ja, daran sitzt dann quasi diese kleine Microstage. Der Vorteil ist, man kann die Microstage bei Nichtgebrauch oder wenn man beobachten möchte, quasi wegklappen. Und sobald man fotografieren oder filmen möchte, kann man das Ganze einklappen. Und es ist dann recht schnell einsatzbereit. Einziger Nachteil, wenn man wie zum Beispiel hier bei der Kompaktkamera ein Zoom-Objektiv verwendet, was so ein bisschen dann noch den Tubus ein- und ausfährt, um quasi das Bild beschnittfrei zu bekommen, dann muss man ein bisschen, ja, entweder das Okular das Stück weit herausdrehen oder am besten etwas abschatten mit einem Tuch oder Pappe oder ähnlichem. Oder man dreht einfach die Augenmuschel raus und variiert die dann, dass das Ganze etwas passgenau ist. Okay, gut. Der Adapter selbst rastet halt, wie ich bereits sagte, in verschiedenen Positionen ein. Man kann quasi die Kamera wegklappen, beobachten und kann dann zum Fotografieren die Kamera wieder davor klappen. Gibt es leichte Rasteinstellungen, man kann das Ganze dann auch wieder fixieren, um dann, um dann zu fotografieren. Und die Schiene selber, ja, kann auf jeden Fall eine größere Kompaktkamera, auch eine kleine Spiegelreflex tragen. Sie ist gummiert, um quasi das Equipment zu schützen. Und ich glaube, bis ein Kilo Gewicht kann das Ganze tragen. Ist dann halt die Frage, ob das Ganze dann auch mit dem Okular, das Okular das hält, beziehungsweise das Stativ und der Stativkopf, weil das Ganze dann doch anfängt, etwas instabil zu werden, umso mehr Gewicht quasi auf der Microstage liegt. Ansonsten finde ich, ist das ganze System gut für Kompaktkameras, wie in dem Fall. Aber man kann das Ganze auch mit dem Mobiltelefon verwenden. Das zeige ich euch gleich. Ich muss bloß das Ganze etwas umbauen. Mobiltelefon. Dann einen Halter für das Mobiltelefon mit einem Stativgewinde. Gibt es von verschiedenen Firmen. Ist ganz gut für Blogger etc. Auch für Monitore. Und hier kann ich dann das Mobiltelefon fixieren, um das Ganze dann auf dem Schlitten zu befestigen. Entferne ich kurz die Kompaktkamera und befestige mein Telefon. So, jetzt muss ich es nur noch einstellen, passend. Bisschen schwer, dass das Objektiv auch ohne Vignettierung ein Bild bekommt. So, jetzt noch den Schlitten nach unten fahren. Und auch hier, wie zuvor bei der Kompaktkamera, ich kann das ganze System beiseite klappen. Mein Objekt suchen, scharf stellen, wieder einklappen, und dann kann ich mithilfe des Autofokus von dem Smartphone noch die letzte Nuance an Schärfe herausholen und mein Foto machen. Was gibt es noch? Der zweite Punkt oder das zweite System, was ich euch erklären wollte, war das Okular, der Okularadapter
von der Firma Zeiss selbst. Das ist im Prinzip ein ganz normaler Adapter. Den gibt es in zwei oder drei verschiedenen Gewindegrößen. Der hat hier vorne ein Fotogewinde. In meinem Fall ist das das Gewinde 58. Der Tubus hat ein Gewinde von 58 mm. Das ist genau für das Objektiv gedacht. Für das Außengewinde, wo ich sonst einen Filter einschraube, kann ich jetzt den Tubus einschrauben. Leider habe ich den Adapter vergessen, sodass ich ein bisschen improvisieren muss. Und anschließend kann ich den Tubus auf das Okular stecken. Festmachen. Und ich habe ein zentriertes Bild mit einer guten Optik, sodass ich recht gut fotografieren kann. Ich schraube das Ganze nochmal ab, denn ich habe noch eine zweite Option. Wenn ich quasi den Adapter entferne und mit einem Zwischenring ersetze, sodass ich mein Bajonett, mein Original-Bajonett der Kamera verwenden kann, dann kann ich quasi ohne Objektiv arbeiten und habe dementsprechend auch nur die reine Bildqualität vom Sensor, ohne dass ich eine etwaige Bildqualität, die das Objektiv hat, an Verzeichnungen oder ähnlichen, die kann ich dementsprechend außer Acht lassen. So. So, jetzt kann man quasi ohne Objektiv direkt mit dem Sensor und dem Okularadapter das Ganze wieder ansetzen. Ja, noch kurz fixieren und es ist fertig. Den Steckadapter gibt es in meinem Fall mit 58, es gibt ihn auch noch mit 52 mm Schraubgewinde und jetzt in dem Fall halt ohne Objektiv an das Okular vom Spektiv gesetzt und im vorhergehenden Fall mit einem Fotoobjektiv. In dem Fall war es eine 50 mm Brennweite und damit bekomme ich schon recht gut eine Ausschnittvergrößerung von meinem Bild im Okular. Ja, das wären die zwei Möglichkeiten. Was ist im Prinzip im Feld zu beachten, wenn ich meine ersten Aufnahmen mache, wenn ich sozusagen Digis kopieren möchte? Zum Teil hatte ich es bereits erwähnt. Das Wichtigste ist auf jeden Fall mein Stativ. Es sollte nicht unbedingt schwer sein, aber sehr massiv, damit es Vibrationen abfängt. Ideal wäre natürlich ein Holzstativ, aber das ist halt auch immer groß, schwer und etwas unhandlich, aber durch die Eigenschaften des Holzes nimmt es halt kleine Vibrationen, die vom Boden kommen, auf, relativiert das Ganze und ich kann halt schwingungsfrei oder relativ schwingungsgedämpft beobachten und auch fotografieren. Ebenfalls wichtig neben dem Stativ ist ein guter Videokopf. Jetzt hier in dem Fall ist es wirklich von Winden ein professioneller Videokopf, der auch wirklich etwas Gewicht tragen kann, sodass das Ganze auch relativ wackelfrei ist. Es trägt auch die Spiegelreflex noch mit und das Spektiv. Und es ist wichtig, dass der Stativkopf auch wirklich sehr leichtgängig ist, auch fixiert werden kann, damit ich die ganzen Bewegungen sehr gedämpft verfolgen kann. Und wenn ich dann mein Bild habe, mein Objekt habe, was ich fotografieren möchte, dann steht das Ganze sicher und stabil und es wackelt nicht beim Auslösen. Die Mittelsäule selber kann man ausfahren, ist aber nicht zu empfehlen, da das ganze System noch höher kommt und durch die Verlagerung von dem Schwerpunkt ist mit der Mittelsäule das ganze System sehr schwingungs- und wackelempfindlich.
eher die Mittelsäule ganz unten lassen und lieber die Beine entsprechend ausfahren, das macht mehr Sinn. Ja, zum Boden. Jetzt stehe ich gerade auf einem festen Boden, Ebenen, Erde, wie auch immer. Unebenheiten kann man mit den Füßen vom Stativ ausgleichen. Allerdings ist es nicht unbedingt empfehlenswert, wenn man Dikes kopieren möchte, also Fotos und Videos mit dem Spektiv machen möchte, dass man halt auf einer Beobachtungsplattform steht, wo eventuell noch mehrere Menschen stehen. Die Beobachtungsplattform ist hoch, aus Holz gebaut, windempfindlich. Sobald die Leute auf der Beobachtungsplattform laufen, fängt das an zu wackeln und über die Unebenheiten oder über den Boden überträgt sich das Ganze dann auf das Spektiv und auch auf das Bild, sodass es echt schwierig ist, nicht nur zu fokussieren, sondern halt auch ein entsprechendes Foto mit einer längeren Belichtungszeit zu machen. Insofern ist es immer ratsam, einen festen Untergrund zu haben, einen festen Boden. Was man auch machen kann, wenn man kein Stativ zur Verfügung hat, ist, dass man einen Bodensack verwendet. Ist zumindest üblich in der Fotografie bei langbrennweitigen Bildern. Man muss halt auf dem Boden liegen, was auch bei bestimmten Tieren nicht unbedingt verkehrt ist, die vom Boden aus zu fotografieren bzw. zu beobachten. Dann wirkt man als menschliche Person mit der entsprechenden Silhouette nicht so imposant und bedrohlich. Einfach mal im Fotogeschäft nach so einem Bodensack schauen und man kann sich auch natürlich selber nähen und einfach mit Bohnen aus dem Supermarkt befüllen, betrocknen. Das geht natürlich auch. Wenn er dann so 2-3 Kilo Gewicht hat, kann man schön das Spektiv drauflegen, Kamera drauflegen und wenn man dann sein Objekt gefunden hat, fotografieren. Hier sieht man zum Beispiel ein Video, was ich von einem Beobachtungsturm hier hinter mir aufgenommen habe, um einen Seeadler zu beobachten. Und der Beobachtungsturm ist ein paar Meter hoch, Holz gebaut und man sieht, selbst wenn man sich auf dem Turm nicht bewegt, das Ganze schwingt mit dem Wind und jeder kleinen anderen Bewegung. Also eher nicht zu empfehlen. Ja, zum Thema Fokussieren. Bei den Spiegelreflexkameras und den entsprechenden Objektiven ist der Autofokus zwar sehr gut, das Problem ist aber, die meisten Objektive drehen sich mit dem Autofokus, beziehungsweise ein Teil des Objektives dreht sich. Und das würde dann bedeuten, sobald es am Okular angesteckt ist, würde sich die Kamera bewegen. Hier besteht, denke ich mal, die Gefahr, dass auf jeden Fall das Gewinde vom Kameraobjektiv kaputt geht, weil dann die Kamera mitgedreht werden muss. Eher nicht machen, eher die Autofokus- oder Manuell-Fokus-Unterstützung von der Kamera selber verwenden und dann manuell über das Spektiv scharf stellen. Wie bereits erwähnt, nichtsdestotrotz kann man auch den Autofokus nutzen, aber dann eher von Kompaktkameras, die nicht direkt mit dem Okular verbunden sind oder auch mit einem Smartphone, weil da habe ich zumindest die Möglichkeit oder ist nicht die Gefahr gegeben, dass sich Kamera und alles mitdreht, während fokussiert wird oder nachfokussiert wird. Insofern bei einer Spiegelreflex nutze ich nur manuell Fokus und die Fokushilfen von der Kamera selber, sprich Fokus Peaking oder eine Lupenvergrößerung bei der Spiegellosen zum Beispiel. Und bei den Smartphones kann ich dann konkret den Autofokus verwenden. Genau. Ansonsten kann man sich noch nützliches Zubehör mitnehmen. Sprich, was wichtig ist, ist zum Beispiel ein Fernauslöser für die Kamera. Das ist sehr hilfreich, um quasi während des Auslösens beim Fotografieren die Verwacklung einfach von dem ganzen System zu vermeiden. Adapter an, Fernauslöser anbringen, irgendwo am Stativ das Ganze befestigen und ich kann dann einfach mein Objekt suchen, scharf stellen, alles loslassen und über den Fernauslöser dann mein Foto machen bzw. mein Video aufnehmen. Ansonsten ist es ratsam, immer genügend Akkus und auch eine zweite Speicherkarte zum Beispiel mitzunehmen, damit man dann nicht irgendwo nach
kilometerlangen Lauf zu einem Beobachtungsturm feststellt, Akku ist alle oder die Speicherkarte ist voll und ich muss anfangen, ältere Bilder oder schlechte Bilder zu löschen, was eine Option ist, aber dann wieder Zeit kostet. Und ja, das wären eigentlich schon auch die wichtigsten Tipps, um sich sozusagen vorzubereiten zum Digiskopieren. Akkus voll aufladen, mehrere Akkus einpacken, Speicherkarten leeren und eine extra Speicherkarten einpacken, Fernauslösen dazu und, was wichtig ist, die Wettervorhersage einfach mal prüfen für den nächsten Tag oder für den gleichen Tag, um nicht dann irgendwo bei Regen, Wind oder schlechtem Wetter im Feld zu sein und zu digiskopieren. Denn für die Digiskopie ist es doch erforderlich, sehr viel Licht zu haben, so wie an dem heutigen Tag, wo die Sonne scheint, was zeitweise nicht der Fall war, aber jetzt doch ganz gut. Muss schon ziemlich blinzeln. Genau, ich glaube, ja, gutes Licht, kein Wind, wenn möglich, kein Regen, wenn möglich. Und was auch ganz hilfreich ist, wenn man in den Morgenstunden digiskopiert, denn aufgrund der starken Vergrößerung habe ich starkes Hitzeflimmern, sprich, wie man das auf der Straße manchmal sieht, das ist dann wirklich überall auf dem Wasser, auf dem Feld, so starkes Hitzeflimmern, dass es schwierig ist, nicht nur die Objekte scharf zu stellen, sondern die Objekte überhaupt auch scharf zu sehen. Insofern, solange sich das Wasser oder die Erde noch nicht so sehr aufgeheizt hat am frühen Morgen, ist es halt ideal zum Digiskopieren. Auf den Wind sollte man achten, wenn möglich kein Wind. Oder man sollte sich in eine windgeschützte Ecke stellen, um halt nicht das Objektiv auf dem Stativ zu sehr Vibrationen auszusetzen, die dann durch den Wind ausgelöst werden. Genau. Ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass man, bevor man mit Digiskopieren anfängt, die Technik der Kamera und des Spektivs aus dem FF beherrschen sollte. Man sollte mehr oder weniger im Dunkeln oder auch blind alles bedienen können. Das ist sehr vom Vorteil, wenn es mal schnell gehen muss und man durchs Spektiv schaut und dann nicht irgendwie noch erstmal auf die Rückseite der Kamera gucken muss, wo welcher Schalter ist. Insofern ist es sehr hilfreich, die Technik im Schlaf zu beherrschen. Zu guter Letzt, kein Meister fällt gleich vom Himmel. Übung macht den Meister. Man kann mit einfachen Objekten starten, wie ihr das jetzt zum Beispiel in den folgenden kurzen Einspielungen sehen könnt. Irgendwo am Wasser, wo Schwäne sind, Enten, die sich zwar bewegen, aber die nicht sofort wegfliegen, wenn man kommt. Die kann man sehr gut erstmal üben. Die Bewegungsabläufe, wann kann ich wie fotografieren. Wenn es noch nicht so gut funktioniert, dann sollte man einfach auf sich gar nicht oder sehr wenig bewegende Objekte zurückgreifen, wie zum Beispiel Weidevieh, Rinder, Schafe, die einfach, ja, sag ich mal, in der Sonne liegen, sich's gut gehen lassen. Da kann man wirklich auch erstmal fokussieren lernen. Und das ganze Equipment selber ausprobieren, wie es funktioniert. Ebenfalls kann man natürlich Pflanzen verwenden, wie jetzt zum Beispiel bei dem amerikanischen Schneeball, den ihr hier seht. Da ist es auch recht gut, es läuft nicht weg. Man kann nah rangehen und man muss nicht auf irgendwas achten, Fluchtdistanz oder ähnliches. Man kann in Ruhe ausprobieren, wie was funktioniert, wo die Grenzen liegen etc. Ja, insofern komme ich so langsam zum Ende. Auch wenn man am Anfang sehr viel Ausschuss haben mag, ein paar Bilder sind mit Sicherheit immer dabei, die für einen persönlich wertvoll sind, wo man sagt, da hat alles funktioniert, das Licht hat geklappt, die Schärfe hat gestimmt und das Objekt, das Tier ist auch gut getroffen, bildfilmt oder entsprechend mit dem Hintergrund oder Vordergrund komponiert. Und man sollte sich dementsprechend natürlich nicht entmutigen lassen, wenn man nicht gleich alles gut läuft. Und dank der digitalen Fotografie ist es ja uns erstattet oder gestattet, auch die Bilder schnell und einfach noch vor Ort zu löschen und einfach zu hoffen, dass ein neuer Versuch neues Glück
ein besseres Bild bringt. Ja, zu guter Letzt, Licht ist wichtig, hatte ich schon gesagt. Das Licht sollte, wenn möglich, immer hinter einem sein. Mag noch gehen, wenn es von der Seite kommt, wie jetzt in dem Fall. Was man allerdings nicht machen sollte, ist direkt in das Licht schauen, denn hier besteht die Gefahr, dass man beim Suchen am Himmel doch mal in die Sonne blickt, sich irgendwie an der Netzhaut vielleicht Verletzungen hervorzieht, zumindest stark geblendet ist, was schon nicht nur Schmerzen, sondern auch eine Weile anhält, die Blendstörung. Insofern eher die Sonne hinter sich, maximal von der Seite, und dann kann man gut und gerne im Feld fotografieren. Ja, ich glaube, zur Nachbearbeitung werde ich jetzt nichts weiter sagen. Das ist ähnlich wie bei Foto und Fotografieren und Film. Man macht die Bilder schließlich mit einer guten Hardware, und am Ende kann man mit einer Software eventuell noch was rausholen, Aspekte verstärken, verbessern, empfindlich Belichtungszeit etc. noch manipulieren und anpassen, um ein gutes Bild zu kommen. Genau, okay. Ich glaube, das war's soweit. Ich werde meine Sachen zusammenpacken, und der Hund liegt schon faul in der Sonne, und mich dann mit Milva nochmal zum Beobachtungsturm begeben und nochmal schauen, was so am Nachmittag zu sehen ist. Insofern viel Spaß beim Probieren, nicht entmutigen lassen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Good.